Jetzt geht's los. So, ich fange gleich mal an. Ich habe auch, ich finde dieses Thema auch sehr spannend. Und danach könnt ihr auch gerne eure Fragen stellen. Also wenn ihr einfach hier vorkommt, dann gebe ich euch auch das Mikro in die Hand. Und ja, fangen wir nochmal an. Das ist eine sehr schöne Idee, durchaus. Aber man muss ja immer einfache Fragen stellen. Einfache Fragen stellen, wie das funktionieren kann und wie es nicht funktioniert. Und ich bin auch der Meinung, das Problem ist nicht unbedingt Privatisierung, das Problem ist Zentralisierung. Und wenn die Macht zentralisiert wird, dann ist mir egal, ob das in privater oder staatlicher Hand ist, damit habe ich ein Problem. Jetzt kommt der Liberalismus und sagt, niemand soll einem anderen etwas vorschreiben. Aber wie wird das denn durchgesetzt, wenn dann tatsächlich jemand kommt und sagt, du musst jetzt mir gehorchen? Ich meine, selbst wenn wir eine wunderbare liberale Gesellschaft, libertäre Gesellschaft in Hamburg aufbauen. Selbst wenn wir eine wunderbare libertäre Gesellschaft in Hamburg aufbauen, was tun wir, wenn irgendjemand von außen kommt, wenn dann Obama kommt und sagt, komm, lassen mal einen Drohnenangriff auf Hamburg fliegen? Was tut man dann? Ja, erstmal, du hast ja gerade das Thema Monopole angesprochen. Erstmal, wie ich gerade schon im ersten Vortrag gesagt habe oder im ersten Teil der Rede gesagt habe, dass Monopole grundsätzlich schlecht sind und das Bundeskartellamt versucht immer Monopole zu verhindern. In einer Privatrechtsgesellschaft kann es per se keine Monopole geben. Was heißt denn Monopole? Dass jemand den Markt beherrscht und Preise diktiert, wer möchte. Also ich meine, uns zwickt doch keiner, dass wir iPhones kaufen. Wenn die iPhones zu teuer sind und wir sagen, okay, wir finden die scheiße, kaufen wir einfach keine mehr. Oder auch, ja, auch wenn sich welche zusammenschließen, wenn jetzt meinetwegen Tankstellen alle sagen, okay, wir setzen jetzt den Benzinpreis auf 2 Euro hoch, dann wird sich immer jemand finden. Also so ein Monopol oder beziehungsweise Kartellabsprachen werden niemals von langer Dauer sein, weil da wird sich immer jemand finden, der sagt, okay, die machen es für 2 Euro, ich kann da immer noch viel Gewinn machen, wenn ich Benzin für 1,50 Euro verkaufe. Insofern, es braucht da niemand, der irgendwas reguliert. Nochmal zu deinem Einwand, wer macht denn da die Ordnung? Also ich finde immer ein schönes Beispiel ist, wenn man mal in die Hamburger Geschichte geht, da ist an die Hanse ein schönes Beispiel für eine Privatrechtsgesellschaft. Zu Zeiten der Hanse gab es keine zentrale Macht, keine Ordnung. Die Ordnung haben die Kaufleute sich selbst gegeben. Da galt immer noch das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns und das ist 500 Jahre sehr gut gegangen. Also man sieht ja das Rathaus oder die Speicherstadt. Zu der Zeit ging es allen relativ gut. So, gab es noch mehr Fragen? Ja, wie verteidigt sich eine libertäre Gesellschaft gegen äußere Aggressoren, wenn ich das mal so nennen darf? Ach ja, das war auch die Frage. Das ist auch die Frage. Ich meine, da gibt es natürlich auch welche, die sagen, ich möchte mich gar nicht verteidigen. Es gibt keinen Staat, wenn jetzt meinetwegen sich ein böser Kapitalist, bleiben jetzt mal bei der Terminologie von heute, wenn jetzt, als ich darüber diskutiert habe bei Facebook, hat jemand geschrieben, dass, wie heißt dieser Chiquita? Chiquita in Südamerika, wie heißt diese Kriegsgesellschaft, wie heißt die? Blackwater, genau. Wenn Chiquita sagt, okay, wir engagieren Blackwater, um die Leute von ihren Plantagen bzw. von ihrem Grund und Boden zu vertreiben, damit der Staat uns erlaubt, da unsere Bananenplantagen anzupflanzen. So, jetzt sagen natürlich einige, okay, ich möchte mich gar nicht verteidigen, wenn er jetzt mal kommt und mich von meinem Grund und Boden vertreiben möchte. Ich möchte mich gar nicht mit Waffengewalt verteidigen. Ich möchte lieber weglaufen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand für mich andere erschießt. Aber da gibt es natürlich andere, die sagen, okay, ich habe in einer Privatrechtsgesellschaft, wenn wir nicht mehr 70% Steuern und Abgaben haben, dann sagen die, okay, das Geld investiere ich in Sicherheitsunternehmen. Ich beauftrage Unternehmen, mich zu beschützen. Da ist es dann so, natürlich, ich glaube, 95, 98% der Menschen sind gut und wollen wirklich Frieden haben. Das heißt, würde es wirklich ein Unternehmen gehen, was andere Menschen sozusagen ja, angreifen würde, gäbe es Sicherheitsunternehmen, die einen verteidigen würden. Und da kann auch jeder sagen, okay, es gibt ja jetzt bei den Wahlplakaten, sieht man immer, da sagen die einen, okay, wir brauchen mehr Verteidigung, wir müssen mehr Sicherheit haben. Die anderen sagen, wir müssen mehr Kindergärten.
wie schon gesagt, der eine sagt, ich brauche mehr Sicherheit, Sicherheit ist mir wichtig. Der andere sagt, ich brauche keine Sicherheit. In der Privatrechtsgesellschaft wird keiner gezwungen, dafür Geld auszugeben. Hallo, ich wollte jetzt erstmal Danke sagen, Jens, dass du überhaupt dieses Thema hier ansprichst. Ich habe das auch ein bisschen vermisst, die letzten Mahnwachen hier. Und ich wundere mich eigentlich, wo sind eigentlich die Marxisten und die Linken? Sind anscheinend heute gar kein, da ist, sind welche. Für euch hat das überhaupt gar nicht die Sprengkraft wie für mich, der sich jetzt ja eigentlich recht neutral das anguckt, weil im Grunde genommen hat Jens heute genau das Gegenteil vom Kommunismus beschrieben. Denn es ist ja so, dass wenn wir mit Freiheit und Sicherheit, wenn das eine Stellschraube ist, ja, umso mehr Freiheit ich habe, desto weniger Sicherheit habe ich auch. Ja, das ist so ähnlich wie wenn ich mich nicht anschnalle im Auto, ne? Da bin ich recht frei, aber die Sicherheit geht dadurch dann flöten. Und ähnlich ist es halt auch mit viel Staat und wenig Staat. Ne? Das ist ja eine Stellschraube. Umso mehr Staat ich habe, desto weniger Freiheit und Selbstbestimmung habe ich auch. Und mich wundert jetzt gerade, eigentlich müsste diese Diskussion hier ziemlich explosiv sein und ich hatte mich eigentlich auch darauf gefreut, ist anscheinend gar keiner da, der erkennt, wie kontrovers das hier eigentlich ist. Wo sind denn unsere Linken hier? Bitte kommt doch mal ran und hört euch das mal an. Ja, darf ich noch mal ganz kurz einen Anwand? Andreas Grünwald ist ja bekennender Marxist, der ist heute leider im Urlaub, sonst wäre er gerne hier gewesen und hätte mit mir diskutiert, aber das werde ich noch mal persönlich mit ihm nachholen, weil ich habe mich auch mal ein bisschen mit Marx beschäftigt. Marx kann man auch ganz schön mit Marx widerlegen. Und ja, aber vielleicht bist du auch Marxist. Naja, ich würde mich jetzt nicht direkt als Marxist bezeichnen. Ich möchte erstmal ein paar Dinge klarstellen. Du redest immer von Anarchokapitalismus und stellst gewisse Ideen wie das Nicht-Aggressionsprinzip vor und ähnliches. Das sind aber Ideen des Anarchismus im Allgemeinen, also alle Strömungen oder fast alle Strömungen des Anarchismus vertreten diese Ideen. Das nur, um das mal klarzustellen, also dass man nicht direkt den Anarchokapitalismus hier als die tolle Idee sieht. Zum anderen, um mal Marx mit reinzubringen, sieht auch Marx den Anarchismus als die freie und beste Form. Er sieht halt eben nur den Sozialismus oder den Kommunismus eben als die Vorstufe zur Anarchie, um erstmal Gleichheit zu schaffen, bevor Anarchie herrschen kann. Und eine Frage an dich, würdest du sagen, dass der Anarchokapitalismus kategorisch überall herrschen müsste? Oder würdest du akzeptieren, dass verschiedene anarchistische Strömungen nebeneinander existieren? Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also wer sagt, okay, ich möchte das BGE haben, ich möchte gerne den und den Herrscher haben, der kann das gerne machen. Also natürlich, wenn jetzt zum Beispiel in Europa alle sagen, okay, wir führen jetzt den Anarchokapitalismus ein, wir haben keine Grenzen mehr. Ja, oder ich denke mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Land ganz libertär werden würde, meiner Meinung nach, würden die Menschen auf einmal lernen, okay, Selbstverantwortung für sich übernehmen, dass sie merken, okay, wir brauchen keinen Staat mehr. Und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen, so ein bisschen Ausstrahlung haben kann auf andere Staaten, dass sie sagen können, okay, die machen das ganz gut, die sind richtig frei, es gibt keinen, der denen dazwischen redet, wir wollen das vielleicht auch haben. Also es gibt auch verschiedene Projekte, in der Szene gibt es diverse Free-State-Projekte, da gibt es Menschen, einmal in den USA ist das irgendwo und in der Schweiz, da sagen die Libertären auf der ganzen Welt, sagen, okay, wir gehen alle auf einmal, ziehen wir in dieses Bundesland oder in diesen Kanton oder beziehungsweise in diesem State in den USA oder beziehungsweise in diesem Kanton in der Schweiz und haben dann die Mehrheit und können somit peu à peu den Staat abschaffen. Und wie gerade, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, in einer freien Gesellschaft kann jeder machen, was er möchte. Insofern, wer sagt, okay, ich möchte beherrscht werden, ich möchte, meine Anarchie sieht anders aus, gerne. Aber verkennst du damit nicht ein bisschen, dass der Kapitalismus real sehr ineffizient ist, da er die Akkumulation als das höchste Ziel ansieht und nicht tatsächlich die Effizienz für den Menschen und damit, so gesehen in diesen Punkten ineffizient ist? Du hast ja die falsche Definition von Kapitalismus. Du benutzt nämlich die Definition von Karl Marx und das ist nicht die allgemeingültige, sondern nur die von den Marxisten. Lass ihn mal reden. Das meine ich nur. Die Sache ist ja, Kapitalakkumulation hat Karl Marx schon in seinen Schriften angesprochen. Das ist natürlich so. Klar, es gibt Kapitalakkumulation, aber man muss sehen, mit dem staatlichen Geldmonopol wird das jetzt noch viel, viel schneller, geht die Schere zwischen Arm und Reich auseinander. Das wird durch den Euro, durch das unendliche Gelddrucken, wird das immer mehr beschleunigt. Man muss natürlich sagen, in einer anarchokapitalistischen Gesellschaft,
Ich meine, man kann ja fragen, wenn jemand fleißig ist, wenn ich jetzt gerne, wenn ich faul bin, gerne zu Hause den ganzen Tag Fernsehen schaue, wenn ich sage, okay, ich arbeite ein bisschen, das reicht mir, habe ich dann das Recht, jemand, der den ganzen Tag Vollgas gibt, der 20 Stunden am Tag arbeitet, habe ich dann das Recht, ihm zu sagen, okay, du musst mir was von deinem verdienten Geld abgeben. Meiner Meinung nach ist das unmoralisch. Und da ist natürlich klar, dass dann derjenige, der viel mehr arbeitet, auch mehr Geld akkumulieren kann. Und ja, ist das denn prinzipiell schlecht? Ich meine, wenn jemand Geld hat, heißt das nicht, dass das hortet, nicht ausgibt. Und wenn er es hortet und nicht ausgibt, hat das ja wieder eine Auswirkung auf den Markt. Und wenn er es ausgibt, werden ja dadurch wieder Arbeitsplätze geschaffen, dadurch verdienen Leute wieder Geld. Insofern, natürlich ist das ein Problem, aber meiner Meinung nach ist das in einer freien Gesellschaft nicht so das riesengroße Problem, wie es jetzt gerade ist. Worauf ich damit hinaus wollte, ist ja, sofort, letzte Frage, und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer föderalistischen Gesellschaft leben, in der sehr viele Strömungen der Anarchie nebeneinander her existieren, glaubst du nicht, dass die Aggression, also durch Verknappung und die Idee der immer weiteren Effizienzsteigerung, andere anarchistische Regionen versuchen würde zu unterjochen? Ja, eigentlich gibt es hier Libertäre, die ein bisschen bei der Diskussion mitmachen können. Ja. Möchtest du vielleicht, Carsten? Ich kann auch was sagen. Ja, möchtest du? Ich bin ziemlich heiß. Wir haben einen Libertären heute hier. So, du kannst. Wenn ihr das jetzt so aufmacht, dann möchte ich auch bei euch stehen. Ich bin nicht bei den ganzen Sozialisten hier. Ja, wie soll denn eine Gesellschaft, also jemand, der Herrschaft ablehnt, warum sollte der einen Antrieb haben, einen anderen zu unterjochen? Ich weiß nicht, von wem kam die Frage jetzt gerade. Also, ich kann mit anderen Leuten in freie Handelsbeziehungen treten, aber ich habe nicht das Recht, einem anderen meinen Willen aufzuzwingen. So sehe ich das. Dein Mikrofon ist nicht an. Aber wie soll das funktionieren, wenn wir Privateigentum an den Produktionsmitteln haben? Wenn du deinen Tisch bauen möchtest, ne? Ja. Vernünftig deinen Tisch bauen möchtest und ich habe die Säge, ich habe das Hammer, ich habe das Werkzeug dafür. Ich guck so, wie du deinen Tisch baust und lebe trotzdem. Das funktioniert nicht. Wenn wir Privateigentum an Produktionsmitteln haben, dann können wir keinen, dann funktioniert das ganze System nicht. Das habe ich doch gerade auch mit dem Bleistift erklärt. Ich meine letztendlich, es ist ja gerade, dass in einer freien Wirtschaft die Menschen zusammenarbeiten müssen. Wir sehen ja, wenn du ein Auto baust, wenn du einen Bleistift baust, du brauchst ja ganz viele verschiedene Produktionsstätten. Du brauchst da jemanden, der die Säge bedienen kann, der braucht ja jemanden, der den Hobel bedienen kann. Insofern, Kapitalismus heißt ja nicht Konkurrenz, es heißt ja auch gerade Zusammenarbeit. Ja, Zusammenarbeit, aber wenn mir die Säge gehört, dann bestimme ich den Preis, was ich für die Säge kassiere und brauche nicht arbeiten und lebe trotzdem. Und da sind wir schon an einem Punkt, der nicht funktioniert. Ja. Das kann nicht funktionieren mit Privateigentum. Das geht nur, wenn wir Volkseigentum haben oder wenn wir Gemeineigentum haben, aber kein Privateigentum mehr. Ja, das haben wir ja gerade nicht. Insofern, es funktioniert ja trotzdem. Jetzt kann ja gerade jemand noch sagen, okay, ich habe eine Säge, ich bestimme, was zum Sägen, was du mir bezahlst, um zu sägen. Und da kann man natürlich sagen, okay, wenn das zu teuer ist, dann gehe ich woanders hin. Es gibt auch andere Menschen, die eine Säge haben. Insofern, Monopole kann es per se nicht im Kapitalismus, in einer anarcho-kapitalistischen Gesellschaft geben. Aber genau das ist auch ein sehr spannender Punkt. Privateigentum. Wie stehen wir eigentlich dazu? Und wie sieht eigentlich eine Welt aus ohne Privateigentum? Also bei der Zahnbürste, da sind schon einige, das ist ganz klar. Aber bei anderen Sachen jetzt zum Beispiel, bei Straßen zum Beispiel oder so, da haben wir dann wieder Probleme mit Privateigentum, sobald irgendetwas benutzt werden kann. Ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Im Augenblick stehe ich noch ein bisschen mehr bei den Libertären hier. Mal gucken, ob die Sozialisten jetzt noch einen nachlegen können. Also nochmal kurz zu dem Problem mit den Straßen. Also wir haben ja gerade gesehen, jeder hat andere individuelle Bedürfnisse. Der eine sagt, okay, ich möchte mein Geld lieber für Schulen ausgeben, ich möchte gute Bildung haben. Der andere sagt, okay, mir ist es wichtig, dass ich tolle Straßen habe. Insofern ist es derjenige, der die Leistung nachfragt, bezahlt die auch. Jetzt bei den Straßen konkret, jetzt zum Beispiel der Jungfernstieg, da würden, ja, wer wird die bauen? Erstmal Unternehmen wie immer. Und wer bezahlt die? Dann wird man sagen, okay, hier alle Eigentümer, die ein Haus haben, würden die Straße bauen. Und dann würden sie sagen, okay, die Leute kommen, benutzen die Straßen, um hier einzukaufen. Dann
können sie die Straße umsonst benutzen oder sonst. Es gibt Mautgebühren. Da ist ja, ich meine, wir zahlen alle, wenn ich kein Auto habe, zahle ich für die Autobahn. Wenn ich nicht HVV bezahle, zahle ich HVV. Da ist auch stark bezuschusst. Das ist meiner Meinung nach ist am gerechtesten, dass derjenige bezahlt, der es auch nutzt. Und da gibt es von der österreichischen Schule gibt es ganz viele Theorien zum Privateigentum. Hi. Erstmal danke, dass du das Thema angesprochen hast. Schön, dass mal kontrovers hier wird. So, Anarchismus. Ich habe mich damit auch schon beschäftigt. Und in der Großstadt ist es natürlich sehr schwierig, wie Egon schon sagte. Ne? Also ich könnte jetzt keinen Tisch bauen, ich bin völlig unbegabt. Das Ding wird zusammenbrechen unter den Tassen, die draufstehen. Das heißt, wenn wir jetzt nur das Wort Kapitalismus mit Anarchismus zusammen zu koppeln, das ist, was mich stört. Heutzutage ist, wie du schon gesagt hast, der Wert der Arbeit. Ja? Eine Krankenschwester, Erzieher, Altenpfleger verdienen so wenig. Und ein Fußballspieler, ein Tennisspieler, ein Profisportler verdient so viel. Oder ein Manager. Oder ein Heizungsmann. Ja, und der gar nicht mehr kommt, denn die ihn nicht bezahlt wurde. Anstellen, danke. Handwerker, auch Handwerker machen einen super geilen Job. Also ich habe versucht, Fliesen zu legen und eine Mauer zu mauern, als meine Eltern ein Haus gebaut haben. Oh je. Also das Haus würde kein, das wäre dann Kunstwerk, aber kein Haus. Ja. Meine Sache ist, was ich sagen möchte, Anarchismus hat immer viel mit Eigenverantwortung zu tun. Wir reden hier ganz viel über Geld gerade. Für mich hat Anarchismus was mit Eigenverantwortung zu tun. Wie denke ich über Sachen? Habe ich nur eine blöde Meinung, weil ich irgendwas gehört habe? Quatsche ich was nach? Oder informiere ich mich? Habe ich eine Position? Was, dass ich eine Entscheidung treffe? Zum Beispiel, ich habe meinetwegen jetzt viel, ja, einen Park. Und ich beschließe, weil der Park so geil ist und ich spiele gern Tennis, einen Tennisplatz draus zu machen. Da muss ich doch mal, wenn ich jetzt eigenverantwortlich bin und trotzdem altruistisch denke und weiß, dass meinetwegen jetzt in dieser Stadt, dass der einzige Grünraum ist, wo Leute sich mal im Sommer hinsetzen können, Eis essen können, werde ich dieses Tenniszeug nicht bauen. Da werde ich sagen, nee, Natur und die Menschen und auch die Tiere in dem Park, die vielleicht da noch leben, gehen über mein Interesse. Das ist für mich Anarchismus, gelebter Anarchismus. Also das hat auch mit Geld, klar brauchen wir, und nochmal mit dem Thema Geld, eine letzte Sache. Sönke sagte mal zu mir, der ist Ex-Banker, Geld als Tauschmittel mit Gegenwert ist gut, aber Geld als Eigenzweck, von wegen ich habe mehr Geld als du, ich bin besser, das, und ich halte auch vom Kommunismus nicht viel, weil wir sind nicht alle gleich. Das halte ich auch, mal da, um mal dazu was zu sagen, also auch, und Marx war auch nicht so, naja, dazu sage ich erstmal gar nichts jetzt. Also das war mein Punkt, das wollte ich fragen, wie stellst du dir das vor? Ich meine, wäre es nicht besser, wir entwickeln erstmal wir Eigenverantwortung, jeder für sich und dann den nächsten Schritt? Da möchte ich mal direkt drauf eingehen. Zum einen ist es ja sehr gut, dass wir nicht alle gleich sind. Weil der eine, der kann halt einen Tisch bauen, der andere nicht. Bei dem zweiten wäre es halt Brennholz. So, Fußballspieler gibt es unheimlich viele. Also ich bin jetzt überhaupt nicht talentiert, was das angeht. Es gibt wahnsinnig viele Jungs, die freiwillig auf dem Bolzplatz sich sogar ihre eigenen Regeln machen, weil sie halt nur ein Tor haben oder der eine bringt einen Ball mit und die spielen einfach zusammen. Und es gibt einige Profifußballspieler, die sagen, dass sie Glück haben, dass sie damit Geld machen können, weil was anderes können sie nicht. So, das heißt, da gibt es offensichtlich Leute, die bezahlen ganz viel Geld dafür, dass sie diese einzelnen Profifußballer sehen können, gehen dafür extra ins Stadion, anstatt dass sie sich auf dem Bolzplatz irgendwelche bolzenden Jungs angucken, die letzten Endes nichts anderes machen. Man kann das auch sehr gut sehen, es gibt halt einige Leute, die können sehr gut singen, gehöre ich jetzt auch nicht zu, und andere, die zahlen freiwillig 100 Euro für eine Karte, wenn sie in die Arena gehen wollen, um sich dann halt diesen einen Sänger anzusehen oder anzuhören. Die zahlen auch Geld für die CDs. Aber wie gesagt, die Masse, die singt vielleicht unter der Dusche und die kriegen da kein Geld für. Die machen das vielleicht auch noch aus Vergnügen für sich selber.
mit dem Park oder mit den Straßen, das ist ein interessantes Argument, was fast immer kommt. Da drüben, da gibt es, also jetzt Europapassage, die haben sich da Marmor hingelegt. Das zahlt jeder, der da einkauft, über seinen Preis zahlt er die Miete von denen und zahlt damit auch die Straße. Ein anderer sagt, was weiß ich, oben in den Walddörfern oder sowas, uns wird ein Feldweg reichen. Wir brauchen keine Marmorstraße, uns reicht der Feldweg, weil wir wollen gar nicht, dass so viele Leute hierher kommen. Das heißt, die Leute haben einfach die Möglichkeit, selber zu entscheiden in der Privatrechtsgesellschaft, wie sie ihr Leben gestaltet haben möchten. Ob sie jetzt unbedingt teuren Marmorfußball haben wollen oder halt darauf verzichten. Ja, bitte. Kurz fassen, bitte. Ja, Schatz, ich weiß. Mache ich. Ja, bitte, mache ich. Das klappt in kleinen Gesellschaften oder in kleinen Gruppen. Meinetwegen jetzt ein Ort, 3000 Leute, kann ich mir vorstellen, werden die Leute in dem Ort fragen, sollen wir jetzt ein neues Krankenhaus bauen, neue Schule bauen oder was als nächstes dran ist. Das ist, was mich an dem System stört. Aber irgendwann, wenn einer mehr Geld hat, wird es wieder rückfallen. Und in einer großen, ab 1000 Leute oder 2000 wird es sowieso schwierig mit diesem Konzept, weil dann wird wieder der das Geld hat, Geklüngel haben, einige kriechen wieder zu Kreuze auf Knien durchs Leben. Weißt du, was ich meine? Klar, der kann sich erstmal mehr leisten, wenn er mehr Geld hat. Aber da denken wir im Moment immer noch sehr in den Strukturen von unserem jetzigen Monopolgeld, weil derjenige, der jetzt in einem freien Warengeldsystem viel arbeitet, der macht das ja nicht aus Selbstzweck. Der macht das erstmal, um was zu sparen, um sich dann vielleicht später Sachen zu leisten zu können. Das heißt, er hat bei freiem Warengeld gar keine Chance, andere wirklich zu unterdrücken, sondern er kann eben nur auch freie Verträge wieder anbieten. Und mitnehmen wir da am Ende auch nichts können. Das heißt, genau. Ja. Wo bleibt dann das Common Law, wo bleibt da Tor- und Tier- und Menschenrechte? Zum Beispiel Tierversuche abschaffen, Menschen auch. Ja. So, ja. Danke. Ich möchte auch gleich drauf eingehen. So, ich fahre mal meine großen Geschütze aus, also was ich sagen möchte. Und zwar wirklich. Ich bin eigentlich ja auch voll auf eurer Seite. Jeder Mensch soll sich selbst bestimmen und über sich selbst bestimmen können. Aber eine libertäre Gesellschaft setzt aufgeklärte Menschen voraus. Wir haben jetzt momentan einen Ist-Zustand, der in der Ideologie oft gerne übergangen wird. Wir müssen überlegen, wie kommen wir vom Ist zum Soll. So, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ich finde das ehrlich gesagt von der Idee super, wenn wir sagen, jeder Mensch kann über sich selbst entscheiden. Aber solange wir noch in eine Gesellschaft haben, in der zum Beispiel Massenmedien monopolisiert sind und Menschen gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, wenn sie durch die Massenmedien manipuliert werden zu bestimmten Verhalten, bestimmten Kaufverhalten und gar nicht merken, dass sie über sich selbst bestimmen könnten. Um eine libertäre Gesellschaft praktikabel zu machen, sollte man erstmal die Menschen animieren, wieder selbst zu denken. Und dann können die Menschen sich auch selbst entscheiden, ob sie bei dieser libertären Gesellschaft zum Beispiel mitmachen wollen oder nicht, was ja auch euer Gedanke ist. Hat keiner ein Problem damit, wenn da ein libertärer Staat existiert und da ein sozialistischer, und dann kann jeder zu dem gehen, der ihm besser gefällt. Denn meiner Meinung nach ist auch das Problem nicht Privatisierung, das Problem ist Zentralisierung. Denn durch die Zentralisierung fallen die Alternativen weg, wie du selber schon vorhin sagtest. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir realistisch denken. Und da ist es zum Beispiel meiner Meinung nach auch keine schlechte Idee, wenn man wirklich mal so zum Beispiel den Plan B von Andreas Popp nimmt. Der hat durchaus sozialistische Elemente, weil da kommt das bedingungslose Grundeinkommen drin vor. Das argumentiert Andreas Popp aber auch damit, dass er den Menschen erstmal die Verelendungsangst nehmen möchte. Denn solange die Menschen momentan in diesem System gefangen sind und Angst haben, mit ihrem nächsten Gehalt oder ihrem nächsten Hartz IV nicht über die Runden zu kommen, können sie sich gar nicht daraus lösen und anfangen, selber zu denken. Deshalb bin ich der Meinung, man sollte erstmal einen Schritt in so eine Richtung gehen und danach dezentralisieren und den Menschen selber die Entscheidung überlassen, aber nicht sagen, aber es geht nicht, dass man sagt, jetzt auf gleich führen wir die
einen libertären Staat ein. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Das ist natürlich mal die Frage, inwieweit kann jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernehmen? Ich glaube, viele sind es einfach noch gewohnt, dass sie beherrscht werden. Und insofern, was du schon sagst, es kann nicht von heute auf morgen kommen. Wichtig finde ich einfach nur, dass man die Menschen ein bisschen aufklärt, dass jeder sich mal Gedanken macht, okay, wer ist denn dieser Staat? Brauche ich den denn eigentlich? Und so dann langsam anfängt, für sich mal also ein paar Gedanken darüber zu machen. Ich wollte auch schon unabgesprochen in eine ähnliche Richtung. Und zwar glaube ich, dass es äußerst entscheidend ist. Das Geld hattet ihr schon angesprochen. Dafür bin ich auch sehr dafür, dass das Geld, also offen, dass es einen freien Markt für Geldsysteme gibt. Also nicht nur Muschel oder Euro oder Gold oder weiß ich was, sondern Gold, Euro und Muscheln. Ja? Und was noch alles so sein kann. Ja, ich finde den Ansatz Anarchie auch total super. Ich bin da total, finde es total sympathisch. Nichtherrschaft oder Selbstherrschaft, also selber über mich. Das finde ich super. Allerdings glaube ich schon, dass es wahrscheinlich so ein paar Regelungen geben müssen wird. Also das fängt ja schon an, selbst wenn es gar kein Geld gibt, wenn ich mit meinen Tomaten auf den Markt gehe und will einen Huhn haben, ja, sorry für die Vegetarier, dann brauche ich ja irgendwie ein Reglement, wonach das irgendwie geht. Zum Beispiel eine Gewichtsbestimmung. Ne? Wir brauchen irgendwie so eine Waage und so ein Kram. Ne? Und das muss irgendwie beaufsichtigt werden. Irgendeiner muss zum Beispiel die Gewichte kontrollieren. Bei sowas fangen schon hoheitliche Aufgaben meiner Meinung nach an. Wie sollte das wohl gehen? Und dann noch ganz wichtig, wenn man da schon anfängt und irgendwas Staatliches zulässt, was bei meiner Meinung nach gar nicht anders geht. Ich glaube auch nicht, dass ein Steuersatz unter 3% gesamtsteuerlich auf dein gesamtes Geld, dass das irgendwie durchsetzbar ist, weil ein paar Sachen wird es einfach allgemein geben müssen. Ich glaube, dass es neben der, das hat auch Andreas Popp angesprochen, neben der Judikative und Legislative, dass es da aber auch vor allen Dingen zwei neue Sachen geben muss, und zwar einmal das Geldsystem beobachtende Monetative. Ich finde es ganz wichtig, dass da das Geld eine ganz starke oder eine ganz starke demokratische Fundiertheit bekommt, und dann auch eine informative vielleicht noch, also so eine Art von freier Presse oder so, dass darauf geachtet wird, dass es bei kleinen Einheiten bleibt, dass es gar nicht zuerst zu irgendwelchen Monopolen oder Kartellen kommen kann, sondern dass es ganz, ganz selbstverständlich ist, dass es ganz viele kleine Juristen gibt, kleine Journalisten, kleine Händler und so weiter und so fort. Da ist es ja gerade, du hast das Beispiel mit dem Markt angesprochen, da ist ja auch wieder die Vertragsfreiheit. Wenn ich auf den Markt gehe und sage, okay, du hast das Produkt A, und ich möchte das gerne haben, dann fragt man, okay, was möchtest du dafür haben? Ich meine, Geld ist ja nicht anders als Tauschmittel. Man kann ja sagen, okay, ich bezahle mit meinen Muscheln. Wenn du meine Muscheln nicht haben möchtest, sind die Muscheln Betrag X und Y wert. Jetzt irgendwie Bitcoins oder Euro oder irgendwas. Letztendlich, der Markt regelt alles selbst. Da braucht es keine staatliche Aufsicht. Meiner Meinung nach sind alle Menschen, die mündigen Menschen, die keinen Herrscher brauchen, alle mündig genug, das selbst zu entscheiden. Da brauchen sie niemanden für, der dann sagt, okay, du musst jetzt das Geld nehmen oder es muss so und so beaufsichtigt werden und so viel Zinsen darfst du dafür nehmen. Regelt sich alles selbst. Ich finde, das ist... mit Muscheln handeln oder sowas. Ja, man sollte auf jeden Fall ein Geldsystem. Ist nicht an? Also, man sollte auf jeden Fall beim Geldsystem bleiben. Bloß dieses, was wir jetzt haben, das ist vollkommen problematisch. Wir haben ja einen Turm, der sich aufbaut auf Zinsen, die gar nicht da sind. Das sind eigentlich nur Zahlen auf dem Computer. Und irgendwann bricht er halt zusammen. So, wenn wir jetzt ein Geldsystem einführen, zum Beispiel ein neuer Geschäftsmann, der sich ein Geschäft aufbauen möchte oder sonst was, ist für etwas Bestimmtes begabt, der bekommt jetzt einen kleinen Kredit, das ist dafür reicht, kann er zurückzahlen ohne Zinsen. Und wenn wir dann...
Also dann hat man schon mal keine Zinsen, ne? Dann hat man halt nicht diesen Turm, der einbricht, sondern dann geht schon eher um Kreis rum. Und wenn wir denn dazu noch ein Geldsystem haben, was an Wert verliert, das heißt, ich sag mal, und gleichgestellt ist, jeder verdient, sage ich mal, 1000 Euro oder 2000 Euro, egal was er macht, wofür er begabt ist. Und am Ende des Monats hat er wieder 1000 Euro und das, was davor übrig war, ist weg. Das bedeutet, jeder möchte sein, also niemand wird sein Geld horten, weil es gar nicht möglich ist. So. Und da würde sich dann auch schon eine ganz andere Grundeinstellung im Kopf der Menschen bilden, sage ich mal. Und es würde nicht mehr dieses Geiz geben, dieses ich bin was Besseres als du, du bist was Besseres als ich, hab mehr, ich will das auch haben. Nein, weil jeder das Gleiche haben kann. So. Ja, erstmal, das ist für mich wieder so ein bisschen Gleichmacherei. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir Menschen sind ja alle unterschiedlich, was ja auch gut ist. Was ich gerade schon mal mit dem Beispiel gesagt hatte, es gibt welche, die sagen, okay, mir reicht es, wenn ich 2-3 Stunden am Tag arbeite, ich möchte gar nicht ein dickes Auto fahren, mir reicht es, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich wissen, was zu essen habe, und das reicht mir. Und da gibt es andere, die sagen, okay, ich möchte ein dickes Auto fahren, ich möchte das und das haben, und die arbeiten dementsprechend mehr. Warum muss man da irgendwas umverteilen? Jetzt die Frage mit dem Zins. Zins ist was vollkommen Natürliches. Das wird immer sehr, sehr groß diskutiert und kritisiert. Dabei ist eigentlich Zins ja nichts anderes als erstmal das Risikobetrag für den Kredit, und dann auch du bezahlst ja, du gibst ja dein Geld nicht einfach so weg. Du sagst ja, okay, entweder gebe ich das Geld, investiere ich irgendwo oder beziehungsweise gebe ich irgendjemandem, oder ich gebe es aus. Und das heißt ja, du hast Konsumverzicht und dafür lässt du dir ja Geld bezahlen. Und das ist auch in einer freien Wirtschaft, kann jeder den Zins aushandeln, wie er möchte. Oder wenn man mal das mit der Natur vergleicht, es gibt ja auch den Naturalzins. Ich habe mal auch bei einer Facebook-Diskussion, habe ich das ganz schön mit so einem Apfelbaum als Beispiel unterlegt. Wenn ich dir 100 Geldeinheiten leihe und du kaufst dir das Saat für einen Apfelbaum von, dann sätzt du 10 Apfelbäume und die haben am Jahresende haben sie 100 Äpfel, die du, oder beziehungsweise 150 Äpfel, die du für 150 Geldeinheiten verkaufst. Das heißt, du hast 150 Geldeinheiten, zahlst mir davon 10 an Zinsen. Das ist ja dieser Naturalzins. Und die Apfelbäume werden ja auch mal, die am nächsten Jahr haben sie wieder Äpfel, die sie tragen und so weiter und so fort. Aber da kann man nochmal, das ist nochmal ein Thema für sich, das Geld. Ich möchte jetzt hier gar nicht so in diese ideologische Diskussion weiter monologisieren, was jetzt besser wäre. Ich möchte euch nur mal fragen oder bitten, selbstkritisch zu sein, ob ihr nicht glaubt, dass eine gewisse Aggression vom Kapitalismus ausgehen kann. Gerade wenn man so Dinge sieht, wie dass eben Verknappung und ähnliches die eigene Effizienz ja steigern, oder Dinge wie geplante Obsoleszenz. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, gut, das kann man verhindern, indem man einfach bei wem anders kauft. Aber ja, also seht ihr da gar keine Gefahr? Darf ich darauf mal antworten? Es ist wirklich sehr schwierig, weil wir haben natürlich hier mit ziemlich vielen Definitionen und Begriffsdefinitionen und so weiter zu tun. Also wenn wir beispielsweise das Wort Kapital, wie es vorhin passiert ist, so definieren, wie Karl Marx es tut, dann ist Karl Marx, das Kapital von Karl Marx, ist das Geld, was ich investiere, um Geld wieder zurückzuerhalten. Wenn ich einen Unternehmer frage, was ist dein Kapital, dann sagt er, hey, das sind meine guten Ideen. Oder der sagt, das ist meine Säge, die ich habe. Das ist mein Kapital. Also der Begriff Kapital wird erstmal von Marxisten anders verwendet als von Unternehmern oder Kapitalisten. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Okay, oder? Ja. Ich habe jetzt nämlich den Faden leider der Frage vergessen. Darf ich nochmal ganz kurz? Ja, geplante Obsoleszenz, oder wie es auch ausgesprochen wird, ist ja einmal, meiner Meinung nach wird der Markt zwingt dich dazu, zusammenzuarbeiten. Du kannst niemals in dieser Welt bestehen. Du bist im Sägen, wie wir gerade schon mit dem Möbelstück als Beispiel hatten. Du kannst gut sägen, du kannst gut Bäume fällen, und man muss zusammenarbeiten. Insofern, meiner Meinung nach, und in einer anarcho-kapitalistischen Gesellschaft gibt es keinen Staat, und meiner Meinung nach gehen die größten Kriegsgefahren immer von Staaten aus, weil letztendlich möchtest du den Krieg bezahlen. Ich habe ja gerade das Thema angesprochen,
gesprochen mit Sicherheitsunternehmen. Möchtest du, würdest du sagen, okay, ich finde jetzt das Dorf so und so, finde ich scheiße, ich möchte die angreifen. Dann kannst du natürlich für das Sicherheitsunternehmen bezahlen, aber wenn die anderen sagen, okay, mein Sicherheitsunternehmen greift das Dorf an, dann würden die sagen, okay, ich bezahle denen kein Geld mehr, die sind nicht mehr friedlich und du würdest die nicht mehr bezahlen. In unser jetzigen System musst du dafür bezahlen. Das ist für mich immer das Schlimmste überhaupt, dass ich mit meinen Steuergeldern den Krieg in der Ukraine mitfinanziere. Ja, genau. Total richtig. Sorry, ich wollte mal einmal ganz sagen, du hattest ja gesagt, Kapitalismus ist aggressiv. Das ist natürlich auch wieder die Frage, wie wollen wir den Ismus Kapitalismus dann definieren, wenn wir schon das Kapital selber unterschiedlich definieren. Das ist immer sehr schwierig und ich glaube, wir müssen manchmal ganz weit von unten anfangen und wirklich ganz einfache Worte, wie solche Sachen wirklich nochmal von vorne definieren. Was meinst du eigentlich damit, wenn du sagst Kapital oder was meinst du damit, wenn du meinst Kapitalismus? Ich glaube, gerade die Marxisten meinen was ganz anderes als die Anarcho Kapitalisten, was Kapital ist. Ja, also ich glaube, man kommt letztendlich, glaube ich, wieder immer darauf zurück, dass man kleine Einheiten braucht und irgendwie Alternativen und alternative Systeme, die sich gegenseitig, wo man wählen kann. Eine Sache wollte ich aber nochmal erfragen, weil es gibt ja einige Sachen, die sind einfach universal, da kann man nicht wählen, ne? Also da kann man nicht entscheiden, ja, okay, wir machen jetzt mal hier ohne Bodenbesitz, ohne Bodeneigentum und die andere macht das mit Bodeneigentum, ich fürchte, das wird nicht gehen. Also es muss ja so ein paar Grundlagen geben, meiner Meinung nach. Wie sieht es denn aus mit Bodeneigentum? Das, und vor allen Dingen, das fand ich auch nochmal spannend, den Übergang, der ist, glaube ich, essentiell. Also das Ziel, sich darüber Gedanken zu machen, das ist ja an sich gar nicht mal so eine große Kunst, wobei das auch schon schwer genug ist, wie man hier sieht, aber der Weg dorthin ist ja wirklich das Entscheidendste eigentlich. Und da könnte man vielleicht wirklich die Wissensmanufaktur wieder zu befragen. Aber genau, erstmal Bodenrecht, Bodeneigentum, wie geht's denn da? Wenn man sich das mit dem Eigentum anschaut, ist ja eigentlich schon alles auf der Welt, da hat irgendjemand das Eigentum dran. Aber im Libertarismus heißt es, derjenige, der als erstes die Knappheit eines Gutes erkennt, hat auch das Eigentum dran. Das heißt, wenn wir jetzt meinetwegen in einer Gesellschaft, meinetwegen jetzt in tiefen Afrika, das Land gehört niemandem, da liegt jetzt ein Diamant. Alle gehen dran vorbei, alle sagen, okay, der ist ja nichts wert. Aber sobald jemand hingeht und sagt, okay, ich habe den Diamanten als erstes gesehen, ich habe den Wert dieses Diamanten erkannt und habe den geschliffen, das ist ja seine Arbeitsleistung. Er steckt Arbeit rein, er schleift den, er bringt den auf den Markt, er baut sein Ladengeschäft. Ist das sein Eigentum? Gut, okay, dann habe ich jetzt muss ich jetzt mal rauskommen mit der Sache. Das tut mir leid für euch, ich muss euch darüber informieren. Ich habe vor einer Woche meine Familienflagge auf der Sonne gehisst. Leider ist die dabei verbrannt. Und ich erhebe jetzt Besitzanspruch auf die Sonne und wollte heute mal mit dem Hut bei euch rumgehen und die Lizenzgebühren dafür einkassieren, dass ihr gestern und vorgestern so einen schönen Tag hattet. Also holt mal bitte euer Portemonnaie raus, ich gehe jetzt rum. Ja, die Sache ist einfach mit der die Sonne ist ja kein knappes Gut. Du kannst ja nicht einfach hingehen und die Sonne auffangen. Die Sonne ist einfach, die strahlt hier hin, die strahlt dahin. Es kann ja keiner hingehen, der die Sonne auf einmal, der alle Sonnenstrahlen für sich beansprucht. Oder mit der Luft. Es ist ja einfach per se nicht möglich. Mach ich jetzt, genau. Vielleicht wollen wir Sonnensteuer bezahlen. Ja, genau. Das? Ja. Sonnensteuer bezahlen, ja, können wir machen, ne? Okay, komm, ich will mal, glaube ich, langsam haben wir genug diskutiert. Okay.